weil ich sein Oberhund bin. Deshalb gehorcht er mir ja auch. Da muss man gar nicht so laut brüllen, wie das einige tun. Man muss nur klar und deutlich sprechen. Und man muss freundlich sein. Billy, komm. Da ist er. Ach, kennt ihr das Stöckchenspiel? Hier. Pass mal auf. Dann nimmt man doch ein Stöckchen. Na, lass los. Und wirft es. Pass auf. Na komm, Willi. Komm. Na, bring Stöckchen. Ja. Na komm. Er bringt es tatsächlich. Er bringt das Stöckchen. Und warum bringt er es? Das Stöckchen ist für ihn Beute. Das ist ein Knochen sozusagen. Und diese Beute bringt er jetzt mir, seinem Oberhund. Und jetzt wird geteilt. Ja, komm. Ja, gib's doch mal her. Er hat mir die Beute zwar gebracht, aber er will auch seinen Teil abhaben. Ne? Ja, komm. Ja? Er ist nicht böse, auch wenn er knurrt. Das sieht man an dem Schwanz da hinten. Der ist hochgebogen und das heißt, ich bin freundlich. Ne? Na, dann lass ich mal los. Ja, und jetzt bringt er es in Sicherheit. Na, Willi, komm. Komm mit, Willi. Ja, ich als Oberhund, ich muss ihn nicht nur füttern, ich muss ihn auch verstehen. Ich muss seine Schwanzsprache verstehen, seine Bellsprache und was er alles mit den Ohren machen kann. Und deshalb muss ich noch eine Menge lernen. Hier steht ja alles drin. Und deshalb ist auch die Sendung aus. Schluss, heute kommt nichts mehr, ich muss jetzt lesen. Ja, der Hund und seine Ernährung, ja, das hatte ich schon. Der Hund im Flugzeug. Der Hund und sein Verhalten, ja. Wie der Hund sich verständlich macht, warum ein Hund so viel schnüffeln muss. Ja, das ist interessant. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten, kommt nichts mehr. Ich muss jetzt lesen. Warum ein Hund so viel schnüffeln muss.